Moinsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bloody Platin. Das letzte Mal sind wir noch da stehen geblieben und haben Sirius gesehen. Und jetzt auf nach Sand Gamer zu Professor Eibe. Ja, das tun wir. So. Also ich bin jetzt schon ein bisschen müde, haha. Obwohl wir es wieder morgens haben. Ja. Zickzack ist wirklich toll, Zickzacks. Oh. Gut, was lernen wir daraus? Keine Kämpfe mehr am Anfang machen, weil da gehen einem die Viecher bloß auf den Sack mit Heuler. Ja, anscheinend kann Zickzack nichts anderes. Ja. Oho. Den Volltreffer hätte es auch gerne früher gehen können. Okay, und jetzt nach oben und rechts. Du. So, hallo Lucia. Ach. Boah, scheiße, ist zu früh, um die Stimme jetzt hochzumachen. Für mich zumindest. Ach, da bist du ja, bitte komm mal mit. Der Professor wartet. Das ist es, das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Bums. Was zum... Und du bist es nicht, sagst du, dieser alte Mann, Scheiße, ey. Er ist gar nicht so unheilig, aber... Er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's, der Haxe. Ich mach mich jetzt vom Acker. Bis dann. Wow, war das... Was war das denn? Du hast da meinen ungeduldigen Freund. Wie, der Maus zeige mir hinein. Na, wen haben wir denn da? Du bist ein Taxi, nicht wahr? Schauen wir uns mal deine Pokémon an. Verstehe. Ja, dieses Pokémon scheint glücklich zu sein. Es ist also kein Fehler, Panflam in deinen Obhut zu geben, Professor. Würdest du ihm gerne einen Spitznamen geben? Ja. Wo ist es erfeuert? Na, das passt für den Anfang. Ah, so, bist du denn mit dem Schützern zufrieden? Ja. Als ich euch beide ertappte, wir beide ohne Pokémon zur Gras gehen wollte, war ich schockiert, dass Kinder immer so ungestüm sind. Aber du hast mich schnell unbestimmt. So schnell entstanden die Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Das erfüllt mich mit Stolz und bla. Und sicherlich geht es bei Flam nicht anders. Deswegen möchte ich dich bitten, dich immer gut um Panflam zu kümmern. Es macht mir froh zu sehen, wie freundlich du zu dem Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, müsste ich... Oh, ich kann gar nichts aussprechen, weil ich sprachbehindert bin. Kommen wir zum eigentlichen Geschäftsthema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Dieses Päckchen Drogen muss bis Mittag in Jubelstadt sein. Zunächst einmal möchte ich mich noch einmal vorstellen. Wie du weißt, lautet mein Name Albe, ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich genau wissen, welche Art von Pokémon in Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex-Daten sammeln. Und hier kommt du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten... Was? Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich raussammeln? Ja. Gut geantwortet. Wie tagst du halt den Pokédex? Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert auch meine Schatten aller Pokémon-Arten ab, die du triffst. Tagso, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten Pokémon in der Region zu finden. Ich habe auch einen. Als du zusammen mit deinen Pokémon über Rode gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Ja, total scheiße. Ich bin tatsächlich... Ich bin... Ups, falsche Stimme. Ich war immer noch ganz aufgeregt in der Nähe von Pokémon und muss wissen, der unzähligen Pokémon wird. Und das bedeutet, dass ich an unzähligen Orten Nervenkitzel erwarte. Und nun geh, verschwinde! Was nur bodendreckig! Letax und dein großes Abenteuer beginnt! Mein erstes Pokémon war ein Schillast. Jetzt wurde jetzt das gleiche Pokémon. Glaub eher nicht. Ich meine, deine Wahl war schon okay. Ich bin übrigens Lucia. Ich helfe dem Professor bei der Erstellung des Pokédex. Wir beide, du und ich, sind uns also ähnlich. I!
Ich bin nur ein paar Schritte voraus, das ist alles egal. Joho, Tutorial Müll. Aber es gibt bis jetzt keine Slowdowns. Das ist natürlich schön. Und weil ich das gesagt habe, kommen jetzt wahrscheinlich gleich Slowdowns. Itatsu! Ich habe ein praktisches Item, das sollst du mitnehmen. Das ist eine Technik, Maschinen zählt der Attacke gerückt, ja. Die würde dann gerne hin, oder der bringt einfach nur so viel Attacke, oder bedenke, aber das ist so, ja, bla. Es finde ich sowieso irgendwie komisch in der fünften Generation, dass man da jetzt technische Maschinen unendlich oft benutzen kann, das nimmt irgendwie einen Witz. Die Attacke Rückkehr gewinnt an Kraft, wenn sie die Feinde zwischen, ja, ich überlasse die Entscheidung, Abenteuer. Klar, ich wusste gar nicht, dass der Professor technische Maschinen hat. Vielleicht war er New York selbst ein Trainer. Nein, wie kommst du nur da drauf? Totaler Schwachsinn. Nun gut, ich dachte, betrachte mich als deine Mentorin. Ich habe schließlich mehr Erfahrung als du und außerdem bin ich der nächste Assistent des Professors Miller. Boah. Nase wieder voll, ich weiß nicht warum. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist das Pokémon Center. Pokémon, die im Kampf und letzten werden hier geheilt. In den meisten Städten findest du ein Pokémon Center. Das Gebäude mit dem blauen Dach, dort ist der Pokémon Supermarkt. Dort kannst du Items und Medizin kaufen und verkaufen. Sagst du, du fängst gerade erst an als Trainer, daher wirst du das noch nicht viele Dinge kaufen können, aber du solltest... Oh, was hätte ich vergessen, der Taxo? Musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass Professor bei der Erstellung des Pokémon Supermarkts... Mach's gut. Los, lass mich einkaufen. Ich möchte jetzt Pokébälle holen. Ha, ich kann mir sogar schon welche kaufen. 10 Stück dürften reichen. Ja, und noch ein Primärball. Das wusste ich natürlich. So. Okay, hätten wir uns erstmal ein bisschen eingedeckt. Los geht's! Weil am See, oder ja doch, beim See ist nämlich noch ein Pokémon, was ich haben möchte. Denn ich bin ja so cool und habe mir die Pokémon-Liste angeguckt. Boing. So, ich suche denn jetzt noch hier den Rest vom Part. Das Viech, was ich haben will. Nein, ein Divi ist es nicht. Los, gefeuert! Nein, aber das ist ja auch eine coole Überlegung. Gag aber! Ah, wisst ihr, da kann ich eigentlich ein bisschen trainieren. Gegaber setzt Pfund ein. Und zieht mir erstmal 4 KP ab, das Drecksvieh. Die in Hell! Dein Motherfucker, dein Motherfucker, die! Okay, geschafft. Juhu! Level 7! Beteiligung plus 0. Wie geil. Aber wir haben Blut erlernt. Wir haben was gegen Pflanzen-Pokémon. Und halbe KP wieder. Ich glaube, hier kann man sehr gut trainieren. So kommt es mir gerade ein bisschen vor. In Panflam, sowas will ich ja nicht haben. Total behämmert, der will so ein Wichsviech haben. Panflam ist ein Wichsfrosch. Ich will, das one-hittet mich jetzt. Ich könnte mir natürlich auch ein Team aus Panflams zusammenstellen. Nur Panfernos. Oh mein Gott, nein, er wird mich noch töten. Volltreffer. Schade. Ich bin im orangenen Bereich, wie kannst du nur? Stirb. So, dann suche ich das Pokémon jetzt offscreen. No, hier kann man Old trainieren.
So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, Leute. Adios.